Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Antje und heute möchte ich mit euch zusammen die neue Barbara Box auspacken. Und wenn euch interessiert, was hier drin ist, dann bleibt doch dran. Ja, die Barbara Box ist heute bei mir angekommen für den Monat Juli. Und ja, dann lasst uns einfach mal anfangen. Also wie immer ist in dem Karton auch die Barbara-Zeitschrift drin. Also ich persönlich brauche sowas nicht, werde die weitergeben, da ich das nicht lese. Aber wie gesagt, jeder das hat da ja so seinen anderen Geschmäcker. Es gibt Leute, die mögen das. Ich lese sowas nicht, aber nicht schlimm. Mir geht es ja auch eher um die Box als um die Zeitschrift. Daher lasst uns die mal auspacken. Ich finde, diesen Monat ist die aber auch wieder in einer super schönen Farbe. Also mir gefällt sie sehr gut. So, wenn man aufmacht, sieht das wie immer so aus. Ach ja, sämtliche Informationen für die Abo-Varianten und was es alles so gibt, schreibe ich euch wie immer in die Infobox. Dann könnt ihr das gerne nachlesen. Heute wieder schwer. So, machen wir mal auf. So, hier oben liegt wie immer das Heftchen. Ja, so sieht man auch. Sommerpower ist jetzt diesen Monat der Titel. Dann liegt hier ein Gutschein drauf für eis.de. Okay, legen wir auch mal zur Seite. Und dann lasse ich euch noch mal kurz reingucken, aber durch das Füllpapier sieht man jetzt nicht allzu viel, aber die ist wirklich schwer, die Box, deswegen bin ich mal gespannt. Oh, das ist cool. Hier ist von Not Guilty. Sweet Revolution Hug Me Please Sours, das ist mit Lychee und Lime Flavor, Bio, Vegan, Glutenfrei. So was ähnliches hier, die hier hatte ich schon mal, die waren, soweit ich weiß, in der Trend Raider Box und die waren super lecker und ich denke, die werden mir auch schmecken, zumal die auch sauer sind und sowas mag ich gerne und das ist total niedlich, weil die sehen dann auch so aus wie dieser kleine Kaktus hier vorne drauf. Bei den roten waren das so Kussmüller und das war ziemlich cool. Ah, was ist das denn hier? Ja, cool, freue ich mich. Ein Satisfier. Traveler. Mhm. Air Pulse Stimulator. Ist ja irgendwie ein cooler Karton. Ach ja, kann man so aufmachen. Hey, so sieht's aus. Witzig. Sehr witzig. Okay. Muss man mögen. Ja, gehen wir mal weiter zum nächsten. Ah, von Alverde. Eine Intensive Handcreme Bio Granatapfel. Für sehr trockene Haut. Das finde ich ganz praktisch, dass das so eine kleine Größe ist, weil ich nehme gerne Handcreme mit in der Handtasche. Und da kann man die schön reinpacken. Das ist super. Was haben wir denn hier? Oh, von Kneipp. Und zwar Aromapflegedusche Lebensfreunde mit Zitrone. Hebt die Stimmungslage nachweislich. Okay. Oh, das riecht lecker. Das erinnert mich aber an irgendwas. Ich weiß nicht genau was. Ich glaube an so Zitronenbonbons, die ich früher gern gegessen habe. Ja, irgendwie schon. Aber riecht wirklich super gut. Ein bisschen rumwühlen. Ach je, was ist das denn hier? Ach ja, das ist ja schön. Also die Verpackung ist ja echt hübsch hier und das ist ein Maracuja-Cocktail von Mahiki Coconut. Okay, ein Maracuja-Cocktail. Fruchtweinhaltiger Cocktail mit Maracuja-Kokosnussgeschmack. Okay, also 4,5% Alkohol. Den werde ich mir mal kalt stellen und ich hoffe ja, das Wetter wird irgendwann nochmal besser. Dann kann ich mich schön raussetzen und den trinken. Oh, das ist was für mich. Von Batiste ein Trocken-Shampoo-Volumen. Gibt dem Haar traumhaftes Volumen mit aufpolsterndem Kollagen. Also Volumen brauche ich eigentlich für meine Haare nicht, aber hier so eine kleine Reisegröße finde ich auch praktisch.
Da ich ja demnächst meine Kinder mal wieder abholen fahre bei meiner Mama, dann ist das mal praktisch, wenn man zwischendurch mal die Haare etwas auffrischen kann. Hey, was ist das denn hier? Von Thies? Summer Blossom. Was bist du denn? Oh, ein Lippballen. Ich muss mal kurz gucken, wie man das hier aufmacht. Ah, da. Super. Klappt ja super hier. Direkt die Verpackung zerstört. Je. Wie cool ist das denn? Guckt euch das mal an. Ist das nicht schick? Jetzt muss ich nur noch rauskriegen, wie man das hier aufmacht. Ah, da. Oh, sogar mit Spiegel. Super schön. Sehr schön. Oh, da freue ich mich aber. Das ist super. Und ich sehe das nächste, was mir gefällt. Und zwar von Servins eine Multi-Effekt-Maske. Und zwar 3 in 1 reinigend, Poren verfeinernd. Sorry, aber heute habe ich es irgendwie nicht so mit dem fehlerfreien Aussprechen. Regenerierend für Wangen, Augen, T-Zone. Heilkreide, Himbeere, Lakritz. Witzig. Ah, da steht hier auch extra drauf. Also hier, das eine ist für die T-Zone, das andere für die Augen und hier unten ist das für die Wangen. Und dann sieht das so aus so wie bei dem Bild, so muss man das halt dann verteilen. Witzig. Habe ich auch noch nicht gehabt, so eine Maske. Werde ich definitiv mal ausprobieren. Was sind die Rinnhöhlen hier? Was ist das denn? Was zu trinken? Von Volvic Apfel-Zitrone. Ohne Zucker und Farbstoffe. Mit 100% natürlichen Frucht- und Pflanzenextrakten. Ja, da bin ich mal gespannt. Also das muss ich definitiv kalt stellen. Das kann ich nämlich so nicht trinken. Da ja kein Kohlensäure drin ist. Und stilles Wasser trinke ich nur, wenn es wirklich super kalt ist. Sonst mag ich es nicht. Ich gucke mal, ob hier noch mehr drin ist. Weil hier ist so viel Füllpapier. Ach ja. Ja, und zwar ist hier von Ultrasun Lichtschutzfaktor 30, High Protection, ein Sportsgel, transparenter Sonnenschutz. Okay. Oh, das riecht aber angenehm. Das ist ja cool. Ja, das ist auch praktisch, dass das so eine kleine Größe ist. Weil wie gesagt, ich hoffe immer noch darauf, dass das Wetter wieder besser wird und man einfach wieder draußen oder ein bisschen mehr rausgehen kann. Und dann ist sowas echt praktisch, wenn man das auch mitnehmen kann in der Handtasche. Dann kann man sich immer noch mal eincremen. Hier ein bisschen rumwühlen. Was ist das denn? Och nee, wie süß. Och. Nee. Leute, guckt doch mal. Ein Fächer. Kühle Brise, die Barbara. Ja, das stimmt. Der macht auch echt eine kühle Brise. Ja, jetzt muss das Wetter nur noch dazu passen. Was es leider im Moment nicht tut, aber wie cool. Oh, voll süß hier. Mit so einem Schlüppchen dran. Und in Pink. Pink ist immer super. So, und dann habe ich hier noch was gefunden. Und zwar ist das von Kellogg. Ein Nuss. Riegel mit Kakao und Haselnuss, glutenfrei, vegan und kein hinzugefügter Zucker. Boah, den kann ich mir auch ja mal essen. Guck ich mal gerade, bevor ich hier. Nee, das war alles, was in der Box ist. Ich guck mal gerade hier. Gut, dass ich das eben nicht gelesen habe, sonst hätte ich das nämlich schon vorher gesehen. Und zwar steht hier ja wieder so ein Spruch am Anfang drin. Und zwar Sommerpower. Der Sommer 2020 wird uns allen als ein besonderer Sommer in Erinnerung bleiben. Die Lebensfreude kehrt zurück und die neue Barbara Box unterstützt die aufkeimende gute Laune. Freuen Sie sich auf lange Sommernächte mit kühlen Drinks auf dem Balkon, im Park oder im Garten. Das Highlight der Box verspricht einen gelungenen Start in den Tag. Für eine kühle Brise sorgt das Barbara Box Goodie und gegen Sonnenbrand schützt ein tolles Produkt mit hohem Lichtschutzfaktor. Ja,
Gut, dass ich das nicht gelesen habe, weil sonst hätte ich nämlich schon einige Sachen verraten, die da drin sind. Ich guck mal gerade. Ja, genau. Hier bei den Masken könnten auch andere drin sein, wenn man mal hier guckt. Na, da ist das außer der, die ich jetzt habe. Gibt es noch eine mit Lifting-Komplex und eine mit Aktivkohle. So, mal gerade gucken, ob es sonst noch irgendwelche Sachen gibt, die anders sind. Ja, da bin ich aber froh. Bei den Cocktails, da kann es auch einen anderen geben. Und zwar ein Pineapple-Ananas-Cocktail. Gut, dass ich den nicht habe, weil ich mag Ananas so nicht. Zumindest nicht zum Trinken. Daher Maracuja ist da schon besser. Und hier beim Wasser. Ne? Da gibt es auch verschiedene. Da hätte ich mich auch über Orange gefreut, weil wie ihr wisst, Orange mag ich ja sehr gerne. Aber hier Apfel-Zitrone finde ich auch gut. Also da gibt es auch noch Minze-Gurke, das hätte ich genommen. Und Zitrusfrucht-Rosmarin hätte ich auch genommen. Also da sind eigentlich alle vier ganz gut. Also zumindest treffen die meinen Geschmack. Mal weiter gucken, was es sonst noch gibt. Ja, das war's schon wieder mit der Barbara Box. Also mir hat die Box sehr gut gefallen. Ich bin froh, dass ich sie bekommen habe. Also besonders gut finde ich irgendwie den Fächer. Ich weiß auch nicht warum, aber im Moment mag ich sowas einfach gerne. Finde ich sehr schön. Aber auch die anderen Sachen, die drin sind. Also ich kann mit allem was anfangen. Mit dem Satisfier weiß ich noch nicht so genau, ob ich den jetzt brauche. Aber er war jetzt halt dabei. Gucken wir einfach mal. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos von mir verpasst. Und dann wünsche ich euch noch einen super schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns sehr schnell wieder. Bis dann, ciao!